Top 10 heute, die 10 schlechtesten Apps aller Zeiten. Nummer 10, Lick This. Diese bizarre Lack-App behauptet von sich, ihre User könnten ihren Oralsex bei Frauen verbessern, indem sie ihr Smartphone ablecken. Die App beinhaltet 3 interaktive Zungenübungen. Eine heißt sprichwörtlich das Licht anknipsen, eine andere mit der Zunge ankurbeln. Die Macher der App raten zumindest ihren Benutzern vor den Leckübungen, ihr Smartphone mit einer Plastikfolie zu umhüllen, wegen der Bakterien und Keime. Nummer 9. Hair Clinic. Diese App verspricht, dass man seinen Haarausfall behandeln kann, einfach indem man sein Smartphone auf den Kopf legt. Die App gibt dann verschiedene Frequenztöne von sich, die dann angeblich den Blutkreislauf im Bereich der Haarwurzeln anregen und deinen Kopf mit einer gesunden und ausgiebigen Haarpracht versehen sollen. Man soll die App über 3 Monate 10 Minuten lang täglich anwenden, aber die App-Macher warnen auch, wenn man das Smartphone zu nah am Ohr hält, kann man Kopfschmerzen bekommen. Leider verschwand sie bald aus dem App Store. Oh Wunder. Nummer 8. Yo! Diese Messaging-App soll hingegen das Kommunikationsverhalten anregen. Das, indem die Benutzer einfach nur das Wort Yo senden. Das war's. Yo soll im Grunde Zeit einsparen. Man benötigt 8 Fingertaps, um eine SMS mit dem Inhalt Yo zu senden, aber nur 2 Taps mit der Yo-App. Obwohl es, naja, eine recht simpel gestrickte App ist, wurde sie mit einem 1-Million-Dollar-Investment gelauncht. Wer investiert denn bitte in sowas? Nummer 7. Die Places I've Pooped-App. Diese im wahrsten Sinne des Wortes Scheiß-App ermöglicht es einem Nutzer festzuhalten, an welchen Orten auf der Welt er ein großes Geschäft gemacht hat. Wenn du den Feuer-frei-Button der App drückst, wird dein Standort ermittelt und die Scheiß-Location wird mit einer Stecknadel markiert. Ja, du kannst sogar deinen aktuellen Stuhlgang-Standort mit deinen Kontakten teilen. Ja, dann weiß es wirklich jeder. Nummer 6. Dicurate. Suchst du nach einer Möglichkeit, die sicken Penisbilder, die du mit deinem Smartphone gemacht hast, etwas aufzupimpen? Dann ist die Dicurate-App genau das Richtige für dich. Mit dieser App kannst du Bilder von deinem besten Stück machen oder aus deiner Fotolibrary auswählen und sie mit stilvollen Mustache, Sonnenbrillen, Frisuren, Hüten und Schmuck dekorieren. Du willst diese App sofort haben, leider ist sie nicht mehr im App Store. Nummer 5. Puff. Puff ermöglicht es dir, unter die Röcke japanischer Frauen zu gucken, indem du in das Mikrofon deines Smartphones pustest oder über das Display swipest. So ganz nackt sind sie übrigens nicht, aber je fester du pustest, umso höher weht der Rock nach oben und die Mädels kreischen vor Beschämung. Da hört man's. Nummer 4. I am rich. Diese App kostete stolze $999,99 und alles, was man dann hatte, war die Darstellung eines nutzlosen roten Edelsteins auf dem Homescreen und ein Spruch, der einen hochlobte, dass man reich sei. Ein Tag nach Veröffentlichung entfernte Apple die App aus seinem App Store. Trotzdem kauften 8 Menschen die App in der kurzen Zeit. Der App-Developer verdiente so um die $5,000, wobei ein User zugab, dass der Kauf ein Versehen gewesen sei. Ja, das überrascht nicht. Bei dem Preis? Ja, dann kommen wir mal zur Nummer 3. Girls Around Me. Diese App führt öffentliche Daten von Foursquare, Facebook und Google Maps zusammen, um Frauen in der Nähe zu lokalisieren und auf ihr Facebook-Profil zuzugreifen. Das machte die App zu einem regelrechten Stalking-Tool. Die Profilbilder der Frauen in der Nähe wurden dann schön übersichtlich auf der Map angezeigt. Ein Klick auf das Bild und man konnte sich entsprechend mehr Infos und weitere Fotos in Verbindung mit dem Facebook-Account ansehen. Doch die jeweiligen Frauen wussten meist nicht, dass sie quasi von Fremden ausspioniert wurden. So wurde der App-Zugriff von Foursquare geblockt. Richtig so. Nummer 2. Die Jew or Not Jew App. Diese merkwürdige App sollte Usern ermöglichen herauszufinden, ob ein Star oder Person des öffentlichen Lebens jüdisch oder nicht jüdisch ist. Die App verteilte sogar Punkte, je nachdem wie ausgeprägt jüdische Persönlichkeitseigenschaften der Stars waren. Letztendlich wurde in Frankreich etwas dagegen unternommen, denn hier gibt es strikte Antirassismusgesetze. Es ist dort verboten, ohne Zustimmung persönliche Details wie ethnische Herkunft oder religiöse Zugehörigkeit in Listen einzusortieren. So gab es große Proteste von der Antirassistengruppe SOS Rassisme und die App verschwand schon bald aus dem App Store. Bam! Und die Nummer 1, die Exodus International App. Die christliche Gruppierung Exodus International brachte eine App heraus, die sie als Schwulenheilung anpreisten. Laut Exodus International sei die App eine nutzvolle Ressource, die seinen Nutzern beibringen könne, ihren Glauben zu finden mithilfe ihres Sexualverhaltens. Im Grunde soll den Usern ein homosexuell freies Leben vermittelt werden. Die App hat als Ziel, seinen Nutzern beizubringen, wie man heterosexuell werden kann. Das mit inspirierenden Videos und News-Stories von Leuten, die angeblich ihren homosexuellen Trieb eingegrenzt haben. Die App hatte ein 4-Plus-Rating von Apple, was so viel bedeutet, dass sie kein verwerfliches Material beinhaltet. Doch das sahen viele natürlich anders und die App wurde aus dem App Store entfernt, nachdem über 150.000 Unterschriften gesammelt wurden. Liebe Top 10 Zuschauer, welche App ist die schlechteste, die ihr kennt? Schreibt es in die Kommentare. Rechts könnt ihr direkt das Video teilen, wenn es euch gefallen hat. Und links gibt es dann noch das Video, die 10 komischsten Apps. Viel Spaß damit. Auf Wiedersehen.